Hallo, heute geht es um die Frage, bin ich zu alt für ein Fernstudium? Diese Frage lässt sich aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachten. Zunächst einmal könnte man sich die Frage stellen, bin ich zu alt, um noch ein Fernstudium auf die Reihe zu bekommen? Oder die Frage, bin ich bereit, noch ein Fernstudium durchzuziehen? Häufig ist die Frage aber in die Richtung gemeint, bin ich zu alt, um das Fernstudium noch beruflich verwerten zu können? Und da nochmal als Unterfrage, wie sieht es aus, wenn ich mich beruflich komplett umorientieren möchte? Letztlich möchte ich noch auf den Punkt eingehen, was ist eigentlich zu alt? Zunächst aber zur Frage, bin ich zu alt, um mein Fernstudium noch auf die Reihe zu bekommen? Also schaffe ich das, mir das Wissen noch anzueignen, das auswendig zu lernen, die neuen Inhalte aufzunehmen? Da glaube ich, lässt sich sagen, nein, man ist in keinem Alter zu alt, mein Fernstudium auf die Reihe zu bekommen, sofern es jetzt nicht besondere gesundheitliche Einschränkungen gibt. Sicherlich mag es sein, dass es irgendwann schwieriger fällt, gerade neues Wissen sich anzueignen, vielleicht auch gerade sich Wissen auswendig zu lernen. Andererseits ist dann aber auch schon viel Vorwissen vorhanden und im Laufe des Lebens hat man sich auch gewisse Kompetenzen angeeignet, wie das Lernen gut zu einem passt, wie man sich das ein wenig leichter machen kann. Und natürlich kann es sein, dass man etwas mehr Zeit benötigt als jemand, der vielleicht deutlich jünger ist. Also dieses Argument, zu alt, ich pack das nicht mehr, kann man eigentlich schon mal außen vor lassen. Der zweite Punkt ist dann schon, bin ich überhaupt noch bereit, in meinem Alter noch ein Fernstudium durchzuziehen? Es ist ganz sicher so, dass für ein Fernstudium schon eine gewisse Opferbereitschaft notwendig ist, denn es ist ein hoher Aufwand, der zusätzlich zu anderen Verpflichtungen im Beruf, in der Familie, vielleicht auch mit Hobbys zu leisten ist und da sind auch irgendwo Zugeständnisse zu machen. Das fällt vielleicht leichter, wenn man jünger ist, wenn man da auch noch vielleicht flexibler ist, als wenn sich schon vieles eingefahren hat, auch Routinen, die dann wieder angepasst werden müssen. Also diese Frage, bin ich quasi zu alt, um mir noch ein Fernstudium anzutun, die muss sich jeder für sich selbst entscheiden. Und die Frage ist dann sicherlich auch, welche Motivation habe ich, um dieses Fernstudium zu machen? Es gibt einige, die machen gerade auch im höheren Alter, vielleicht auch schon im Rentenalter ein Fernstudium einfach, weil sie sich mit Themen beschäftigen wollen, die sie schon immer interessiert haben, für die aber sonst bisher noch kein Raum war. Das kann auch eine sehr hohe Motivation sein. Allerdings fällt es dann oft schwer, sich mit den Teilen des Studiums zu beschäftigen, die auch mit dazugehören, wenn man zu einem Abschluss kommen möchte, die aber vielleicht nicht so spannend sind, sich nicht so sehr auf die eigenen Interessen beziehen. Sehr häufig ist es aber so, gerade so im mittleren Alter, vielleicht zwischen 40 und 55, dass sich die Frage stellt, bin ich zu alt, um das Fernstudium noch beruflich verwerten zu können? Häufig ist ja schon auch ein Grund, den Arbeitsplatz zu sichern, aber auch noch zu einer Weiterentwicklung zu kommen, vielleicht ein Fernstudium zu machen, um noch eine Führungsposition einnehmen zu können. Und wiederum noch ein besonderer Fall, einige merken auch, dass der Beruf, den sie jetzt einige Zeit ausgeführt haben, über vielleicht ein oder zwei Jahrzehnte, doch nicht wirklich zu ihnen passt, dass der Interessenschwerpunkt woanders liegt oder auch, ja, dass vielleicht die Kräfte nicht mehr so vorhanden sind, wie das früher der Fall gewesen ist, gesundheitliche Probleme eingetreten sind und einige möchten sich dann komplett beruflich umorientieren. Diese Situation, eine komplette berufliche Umorientierung, wird mit zunehmendem Alter in der Tat schwieriger. Einfach weil die Konkurrenz an jüngeren, mindestens genauso gut ausgebildeten Bewerbern größer wird. Häufig ist es so, dass es möglich ist, einen neuen Bereich an etwas Vorhandenes anzuschließen. Dann kann das Ganze funktionieren, wenn man auch Praxiswissen da vorzuweisen hat. Komplett die Branche zu wechseln, das ist oft schwierig, einfach weil das Praxiswissen fehlt. Also es kann von Nutzen sein, auf das Vorhandene aufzubauen, meinetwegen sich schon in dem Bereich Informatik, was viele wollen, zu orientieren, aber in einem Fachgebiet, wo man vorher tätig war von der Branche her. Kann funktionieren, wird aber schwieriger. Generell das Fernstudium auch im fortgeschrittenen Alter zu verwenden, um beispielsweise eine Führungsposition einzunehmen oder überhaupt auf der Karriereleiter noch weiterzukommen, das bestätigen viele Berichte, dass dies durchaus möglich ist, dann wenn es halt in dem Bereich ist, wo man bereits tätig ist, vielleicht im eigenen Unternehmen oder auch durchaus nochmal den Sprung zu einem anderen Unternehmen zu nutzen. Ja, letztlich noch die Frage, was ist eigentlich zu alt? Das lässt sich auch gar nicht so an einem fixen Alter festmachen. Ein paar Hinweise habe ich ja schon gegeben. Also irgendwo meistens kommen diese Fragen, wie man bin ich zu alt, ein Fernstudium so und so zu machen, im Forum von Personen, die zwischen 40 und Mitte 50 vielleicht sind. Manche stellen diese Frage aber auch schon mit Anfang 30.
Also da kommt es immer darauf an, was ist es für ein Fernstudium, worauf baut, kann ich aufbauen dabei, was habe ich schon an Vorwissen, vielleicht auch an Vorbildung, ist vielleicht sogar schon ein erster Studiengang vorhanden. Es geht nur darum, vielleicht noch ein MBA draufzusetzen, einen Master draufzusetzen oder sich nochmal ein bisschen zu spezialisieren. Oder halt immer diese Frage, möchte ich etwas komplett Neues machen? Auch da gibt es Beispiele, die das durchaus geschafft haben, gerade so vielleicht zwischen 30 und 40 und auch mit Anfang 40, aber das wird dann schon schwieriger. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Überblick geben. Natürlich kann das nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Da meine Anregung, wenn ihr da noch Detailfragen zu habt, stellt ihr mir die doch in die Kommentare mit ein oder stellt sie bei fernstudiuminfos.de im Forum.